Zuckerjunkies, Folge 157. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zuckerjunkies da draußen. Heute habe ich ein ja, ziemlich lustiges Thema. Ähm, alles hat mal angefangen mit dem. Max, er hat mir erlaubt, seinen Namen zu nennen. Und zwar folgt mir Max schon als treuer Podcast-Hörer schon heuer. Ich würde sagen, Max, lockern ein Jährchen. Ja, so gefühlt ein Jährchen, wenn nicht sogar länger. Ja, jedenfalls äh, kam immer wieder mal das Thema auf, dass er gesagt hat, hey, schon wieder ein Sensor verloren, schon wieder ein Sensor verloren, schon wieder ein Sensor verloren, schon wieder ein Sensor verloren. Ich wiederhole mich, glaube ich, oder? Und dann auch mal den Omnipod verloren, den Omnipod verloren. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ey, was der Kerle sich eingewickelt hat, da kriegt jeder Mensch, der einen Fetisch hat in Richtung Bondage feuchte Augen oder auch anderes, <laughs> ähm, unglaublich und trotzdem hat er keine Chance, dass die Dinger irgendwie, ähm, ja, fast irgendwie durchhalten, ja, also da fällt ihm irgendwie alles immer vom Arm oder vom Bauch und er versucht wirklich alle möglichen Stellen zu finden, ja, und irgendwann ist es halt mal entstanden, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich auch ein geiles Thema, ähm, Thema Hautschutz, ne? weil es geht ja auch tierisch auf die Haut und natürlich, wie fixiere ich eigentlich den ganzen Rotz da am Körper? Ja, ein bisschen beim Stöbern ähm, habe ich einen hübschen Artikel vom Tiershop gefunden. Und ja, da ihr alle lesefaul seid, habe ich mir gedacht, gebe ich es euch jetzt einfach ein bisschen auf die Ohren. Habe noch ein bisschen quer gesucht, mich auch mit Max unterhalten, habe auch einen Aufruf gestartet und habe mir zwei hübsche Kommentare da rausgepackt, die ich auch. Ja, ganz kurz nachher natürlich zum Besten gebe. Ja, steigen wir ein, denn heute wird es klebrig für uns Diabetiker. Ja, wie schon gesagt, alle, die ja so einen Bondage-Fetisch haben, ja, werden wohl heute auf ihre Kosten kommen. Ja, wie schaut denn unser Diabetiker-Alltag eigentlich aus, ne? Jeder ist entweder online, ja, mit seiner Insulinpumpe oder eben halt offline mittlerweile mit dieser Patchpumpe, ja, zum, äh, halt Omnipod. Wenn das halt mal nicht so klebt, ja, wie wir das wollen, dann ist das kacke, ja, und in der Regel... Verweilen ja unsere Sensoren ja länger auf unserer Haut als eine Zecke an meinem Hund. Das kann natürlich auch zu Problemen führen, weil viele sind irgendwo sensibel und also nicht sie, die du, <laughs> sondern deine Haut. Ja irgendwie Hex, steckst du da mittendrin. Es gibt da einen Unterschied. Das nennt sich ist ein geiles Wort irritative Dermatitis. Ja, ihr wisst ja ein bisschen Klugscheiße wissen ist hier drin. Ist ein mega schlaues Wort, aber es bedeutet nichts anderes, als dass dein Körper hin und wieder einfach eine Reaktion auf das Pflaster zeigt. Das habe ich auch. Hin und wieder, aber wohlbemerkt eben hin und wieder und nicht in der Regel. Und du kannst ja auch einfach eine Eselsbrücke machen. Ja, nach dem Motto, mich irritiert es, dass meine Haut gerade spinnt, macht sie ja sonst auch nicht. Na, irritativ, es irritiert mich. <laughs> nicht dich, sondern deine Haut. Aber es ist wurscht, kapierst ja, was ich jetzt mein. Ich denke. Jeder hat das bestimmt schon irgendwo mal gehabt, dass die Stelle vom Cgm oder jetzt Fgm ist eigentlich Pomsi ja Cgm Fgm. Ich sag jetzt halt einfach irgendwas und ihr denkt euch euren Brei dabei. Das ist halt der Sensor. Die Kleber von diesen Pflastern, die werden natürlich getestet und ich behaupte aber einfach mal, dass die Masse da draußen wirklich alle mal irgendwann mal so eine äh, rote Stelle gehabt haben unter dem Pflaster. Glaube ich jetzt einfach nicht, dass einer komplett sauber fährt. Wenn ja, finde ich es cool, freudig, alles gut. Früher oder später kriegen wir dich. Und es ist jetzt aber nichts, wenn das einmal auftritt, dass du gleich super nervös werden musst, ja, und, und ähm, hast halt vielleicht eine scheiß äh, Charge erwischt. Ja, ist halt so. Jetzt kannst du dem Hersteller schreiben, kannst du machen. Ich bin dafür irgendwie zu faul. Wenn es einmal ist, interessiert es mich nicht. Ja, da mache ich persönlich kein Fass auf. Was aber natürlich doof ist, wenn das so dermaßen juckt, dass du halt den F Sensor frühzeitig wechseln musst. Ja, so also klebst es einfach drauf, hast irgendwie alles richtig gemacht. Und äh, diesmal war es nicht die Tür, die irgendwo zu schmal war oder eine Ecke zu eckig. Ja, ähm, wenn es halt einfach juckt wie Sau, dann muss es halt einfach wechseln. Also ich stelle mir jetzt vor, du, du hast einen Sensor, der am zweiten Tag dir so dermaßen auf den Sack geht. Auch wenn du dort jetzt nicht hingeklebt hast. Also halt, der juckt so dermaßen, ey, da wirst du verrückt, dann muss der weg. Das hatte ich, ich glaube, einmal. Einmal. Und ich, Depp, habe vergessen, den einzuschicken. Das hätte ich nicht eigentlich machen wollen. <laughs> Aber naja, war halt so. Was kann man denn da machen? Also, zum einen bin ich der Meinung, du kannst mal entspannt sein. Du wechselst es, betrachtest es einfach auf dem anderen. Also ich würde auch dann die andere Seite gleich vom Arm nehmen, aber dann bitte nicht wieder auf der Stelle, wie sie vorher war. Du guckst halt einfach und schaust, ob es wieder auftritt. Falls es öfters auftritt, könntest du natürlich auch wirklich eine Allergie haben. Das solltest du dann äh, unbedingt mit deinem Hausarzt besprechen oder gleich äh, Haut. Habe ich jetzt Hausarzt oder Hautarzt gesagt? Ist wurscht. Letztendlich ist es am Ende der Hautarzt, wo du hingehen solltest. Der kann nämlich einen Test machen. Ja, um herauszubekommen, ja, auf was du vielleicht allergisch bist, ja, dann dazu auch mal den Hersteller fragen, wenn er so nett ist und dir irgendwie erzählt, was er da für Materialien ähm, verbastelt hat. Und dann gibt es eben einen sogenannten Epikutan-Test, schlaues Wort, letztendlich kriegst du da irgendwas auf den Rücken gepappt auf den Arm gebabt mit lauter verschiedenen Sachen, um zu gucken, wie reagiert deine Haut darauf. Es gibt natürlich auch Lösungsansätze ja, bei Hautproblemen, wie du in Zukunft dagegen arbeiten kannst. Also, es gibt äh, Sprays, es gibt Cremes, es gibt Tücher, es gibt Folien, was weiß ich. Und das heißt, du kannst also vorher deine Haut darauf vorbereiten, dass da was draufkommt. Du bildest also eine Art Schutzschicht. Kein Schutzschild, doch eigentlich ist es auch ein Schutzschild. <laughs> Aber ist ja wurscht. Aber es wäre jetzt auch viel zu einfach. Wenn ich jetzt euch sage, ja, die Creme, ja, die, die ist es. Ja, die ist es. Wenn ich das rausbekommen würde, welche Creme oder welche Spray jetzt hier der heilige Gral wäre, dann würde ich die, diesen Podcast vermutlich auf Panama aufnehmen. Ja, und äh, mein Schatz würde gerade im Resort Hotel die nächste Massage buchen. Aber nein, ich muss hier auf Bali rumsitzen, auf die nächste Welle zum Surfen abwarten und ich kann noch nicht mehr surfen. Nein, scherz, es ist nicht Bali, es sind die Bahamas. <laughs> Wie bereite ich jetzt also meine Haut vor? Bevor ich, also wenn ihr jetzt so Probleme habt, ja, bevor ich einen neuen Set, äh, Sensor setze, also das mache ich jetzt wirklich, ja, rasiere ich immer die Stelle großzügig. Ja, auch wenn dann da keine Haare sind, wird trotzdem rasiert. Also ich habe jetzt hier keinen äh, vollbuschigen Oberarm äh, oder ja. Bums, das funktioniert. Und weil es funktioniert, mache ich es halt einfach immer. Ich denke, dass ich jetzt aber nicht erwähnen muss, dass ihr vorher die Haut an sich sauber haben solltet an dieser Stelle. Also, wenn ihr irgendwo gerade draußen im Loch gebuddelt habt und denkt, oh geil, ich muss den Sensor da drauf machen und ihr hattet es nicht Dauerurlaub, weil der Arm so braun ist, sondern er ist halt einfach dreckig, dann bitte vorher waschen. Ist jetzt eh klar. Also, nicht sagen, ah geil, ich gehe da mit dem Desinfektionsmittel drüber und dann war's das. Nee, waschen ne, und dann putzen. Und Desinfizieren. <laughs> Gut, desinfizieren wir mal. Nachdem ich meine Stelle ähm, einfach großflächig so drumherum rasiert habe, gehe ich her und benutze persönlich Alkoholpads von der Firma Braun. Ja, also die Dinger sind pitche, pitche nass. Alternativ kannst du natürlich ein Desinfektionsspray nehmen. Ich bin der Meinung, es muss auf jeden Fall ordentlich Alkohol da drauf. Wenn ihr auf einer Party seid, <laughs> ja, ihr wisst es ja schon. Jedenfalls pitchen das drüber, ruppel ich wirklich, also ich ruppel wirklich mit dem ersten Pad ganz, ganz großzügig dieses Stelle ab und danach nehme ich mir einen zweiten Alkoholpad und ziehe quasi zwei Bahnen, also ich, das sind so quadratische Dinger, wenn das aufklappt, sind sie ähm, rechteckig. Ziehe ich zwei Bahnen einmal von oben nach unten ab, wo ich am Ende den Sensor Aufbringen will. Und jetzt, ja, alle fühlen sich vermutlich gleich ertappt. Ihr müsst es echt trocknen lassen. Da wird nicht mit dem Föhn drauf gehalten, auch nicht rumgewedelt, sondern lasst es einfach mal trocknen. Und erzählt mir jetzt da draußen nicht, ihr hättet dafür keine Zeit. Also es gibt definitiv bessere Ausreden. Wir tragen diesen fucking Sensor mehrere Tage. Und da wird es doch bitteschön echt auf diese bla fünf Minuten, rund man mal großzügig auf, echt nicht drauf ankommen. Mach dir doch in dieser Zeit einfach einen Tee, mach einen Kaffee, liest ein paar Zeilen, mach Liegestützen, räum auf, nerv deinen Hund. Oder machst sonst irgendwas? Zur Not kochst du dir einfach ein Ei und schaust dem fünf Minuten zu. Aber lass es echt trocknen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Viele denken, ah ja, das ist trocken und dann batschen sie es drauf. Ja, Desinfektionsmittel und Kleber, die zwei äh, waren nur nie Freunde. Kannst du dir vorstellen, ähm, warum es da auch Probleme gibt? Ja, ähm, also das wäre jetzt mal so der eine Punkt, wenn du jetzt da nicht so sensibel bist. Kannst du das danach natürlich dann äh, den Sensor da draufknallen und dann hält er. Also bei mir hält es in der Regel immer. Also wenn es mal nicht hält, dann habe ich irgendwas falsch gemacht in Form von ähm, extrem viel Schwimmen, extrem viel Sport oder sonst irgendwas. Aber da kann man sich ja auch helfen. Und ja, wenn du jetzt also dann jetzt deine, deine Hautprobleme an sich hast, kommen wir jetzt zu etwas, das nennt sich Sandwich-Technik. Uh, jetzt wird schmutzig. Ja, äh, falls ja, hast du jetzt was falsch verstanden, aber ich wünsche dir, äh, nee, in dem Fall euch, viel Spaß. In unserer Diabetikerwelt aber ähm, haben wir jetzt also diese Diabetiker-Pflaster-Hautprobleme-Welt ähm, jetzt gleich mit einem speziellen Schutzpflaster äh, geschützt. Und zwar kommt dieses Schutzpflaster, ich nenne es jetzt einfach Pflaster, auf die Haut. Natürlich hast du auch wieder desinfiziert. Also, das ist jetzt klar. Ne? Wir haben desinfiziert. So, und anschließend ähm, pappst du da äh, dieses Pflaster da drauf. Und dann kommt der Sensor oder das Infusionsset. Also, es gilt auch für beides. Ne? Du brauchst ja nicht nur einen Sensor da drauf pappen. Du kannst also auch das Infusionsset da durchnudeln. Bevor du das jetzt aber so freudig machst und total motiviert und sagst, oh geil, äh, Zuckerchunky hat gesagt, Pflaster und Bums, äh, durch damit. Nein, du solltest vorher ein Loch in die Mitte schneiden. Das ist ziemlich easy. Zieh jetzt einfach mal, ähm, nehmen wir mal, was weiß ich, Mull oder Tralala. Ziehst du einfach ähm, entsprechend der Länge von deinem Sensor, ziehst einfach mal ein ordentliches Streifen ab, schneidest ihn ab einmal falten, dann faltest du ihn noch einmal und dann schneidest du an dieser Ecke die Spitze ab. Und wenn du es jetzt richtig gemacht hast, hast du es nachher, wenn du es auffaltest, ein Loch in der Mitte. Falls nicht, hast du an den falschen Ecken abgeschnitten. Das kleine Loch ist nämlich notwendig, dass du diese Kanüle ja, nicht eben durch das Pflaster schießt, weil keiner will Klebereste in der Haut haben. Also ich zumindest nicht. Wenn du darauf stehst, mach das ruhig. Ich würde behaupten, die Ergebnisse wirst du danach auch mit deinem Hautarzt besprechen. Haben wir einigermaßen die Haut irgendwo im Griff, geht es natürlich weiter. Fixierung von unseren Kameraden, Sensoren und Infusionssets. Da gibt es natürlich auch aller möglichen Gruschkram mittlerweile auf dem Markt. Das finde ich auch ziemlich geil. Also es gibt sogenannte Cover, die man über den ähm, Dexcom oder über den Libre stülpen kann, bestimmt auch von den anderen äh, Dingern. Da müsst ihr einfach mit dem Begriff Cover und dann gebt ihr einfach euren Sensor mal ein und dann werdet ihr auch was finden. Ich persönlich ähm, besitze einen 3D-Drucker. Ich drucke mir den Kram halt einfach selber. Habt mir von dem Dexcom, da gibt es die Cover kostenlos draußen. Ja, dürft ihr nicht drucken und verkaufen, meine Herren. Also, falls ihr jetzt auf die Idee kommt und sagt, ich mache hier einen Reibach, nein, macht ihr nicht, weil das ist nicht zulässig und das ist sogar strafbar, wenn ihr das macht. Nur mal gleich so vorweg. Also, ihr könnt. Die Dinger, äh, total, außerdem, wenn ihr euch einen Drucker kauft, könnt ihr mehrere Dinger von, diesen Decks, äh, von den Covern kaufen. Seid also schlau und unterstützt die da draußen und kauft die Dinger dann einfach. Ich habe den Drucker aus geschäftlichen Gründen und dann nutze ich natürlich auch diesen Vorteil für mich, um mir auch meine Cover selber zu drucken. Dieses Cover stülpe ich also über diesen Dexcom-Sensor und die Ärmchen, ich habe da ein Bild auf meinem äh, Blog, diese kleinen Ärmchen sind so groß, die decken diesen Kleber, äh, diese, diese, diese Pflaster vom Dexcom so großzügig ab, dass ich dann nachher mit allen möglichen Fixierbändern drüber wickeln kann, wie ich lustig bin. Und wenn ich die abziehe, ziehe ich lediglich das Cover ab, aber nicht das Pflaster von meinem Dexcom. Sehr geil. Dann gibt es die klassischen Tapes. Also klassisch, deswegen, ähm, wenn ich zum Beispiel von Kinesio-Tapes rede, rede ich eigentlich auch nur noch von Tapes. Aber es äh, mit dem Begriff Tape habe ich gelesen. Ist es damit gemeint, die Dinger kleben nur auf sich selber? Ihr kennt die, ähm, die sind so bunt, gibt es irgendwo in den Apotheken. Und die musst du einmal um den Arm drum wickeln, damit die einfach aufeinander irgendwie halten. Die Kinesiotapes, die kleben eben direkt auf der Haut. Und da halt natürlich auch wieder aufpassen, ne? wenn ihr ähm, irgendwelche Allergien habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch da irgendwie euren Spaß haben. Der Max. Das ist übrigens das Coverbild. Der Max, ey, der klebt sich. Ich, also, eigentlich sollte er schon Sponsoring kriegen, ja, von, von Kintex oder, oder von irgendeinem anderen Hersteller. Der ballert sich das Ding dazu, weil er natürlich wirklich schon einfach Grund, also nicht grundlos, sondern er hat das Recht zur Panik, weil er gesagt hat: Ich kann machen, was ich will. Bei mir lösen sich diese ganzen Dinge einfach vom Körper. Also, so. Wie er stößt einfach ab, ja. Sensor drauf, Körper sagt, Bäh, will ich nicht, ja weg. Und er hat natürlich zu Recht einfach irgendwo schon die Angst, weil er sagt, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Es gibt auch Halterungen, so Armbänder, ne, für die für die äh, Dingsbums hier, auch für Dexcom oder für den Freestyle Libre, so Armbänder. Einfach mal suchen, Fixierarmbänder, ja findet er überall oder guckt einfach auf dem äh, bei Dearshop vorbei. Da könnt ihr danach auch suchen und dann finden. Ich habe euch jetzt auch am Ende von meinem Blog einige Sprayvarianten, äh, Tapes, Kinesio-Tapes, Pflaster und so weiter und so fort reingepackt. Da könnt ihr ein bisschen gucken. Es gibt einfach nicht die Lösung für alle. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber wichtig, wenn ihr Probleme habt mit der Haut, geht das Thema frühzeitig an weil ihr werdet den Diabetes noch etwas länger haben. Und da hast du keinen Bock zu überlegen, welche rote Stelle will ich heute meiden. So, meine zwei Kommentare, die ich jetzt hier mir herausgepickt habe, ist einmal von der, äh, von der lieben Steffi, von dir, Steffi. Und da hat sie auch eben genau das Gleiche gesagt. Eben das Wichtigste ist die gute Vorbereitung, Haut desinfizieren, gut trocknen lassen und, was habe ich gesagt, lieber etwas länger. Und sie sagt, wenn ich schwimmen gehe, beziehungsweise im Urlaub setze ich den Sensor und pumpe oft am Arm. Da kann ich den Armloop von Melitus One drüber ziehen. Weiter habe ich Deko und Tapes von Deersticker und Pumpils. Heißt doch Pumpils, oder? Ich netze jetzt so ab äh, ab und an schneide ich mir auch welche zurecht aus Rocktape und auch Mull Stretch. Die Tapes habe ich oft drum, nicht weil es immer unbedingt nötig ist, sondern dass es für die Kids auf der Arbeit etwas netter aussieht. Finde ich ja sehr nett, weil <laughs> ich bin halt eine liebe Erzieherin. Finde ich gut. Ja, wirklich fixieren muss ich nur bei solchen Temperaturen, wie wir sie vor zwei Wochen hier bei uns im Ruhrgebiet hatten. Liebe, liebe Steffi, vielen Dank äh, für dieses tolle Kommentar und ja. Ähm, bei höheren Temperaturen, eben wegen Schmitzen und so weiter, macht es natürlich echt Sinn, das zusätzlich zu fixieren. Dann habe ich noch einen netten Kommentar bekommen von der Alex, von Type One Alex. Also, ich habe immer das Problem, dass ich einen Ausschlag bekommen habe vom Omnipod-Kleber, vor allem am Bauch. Als Lösung dient mir jetzt der Calvilon-Spray. Das war auch eine Empfehlung meines Arztes. Ah ja, genau. Ich bekomme seitdem keinen Ausschlag mehr am Bauch, nur ganz selten. Zum Befestigen verwende ich Tapes von äh, Zuckerschmuck. Die vertrage ich richtig gut und ich habe wirklich sehr empfindliche Haut. Und die halten auch recht gut. Die verwende ich für Pot und Sensor in Klammer Dexcom G6. Bei den Tapes ist für mich kein Hautschutz notwendig. Da entferne ich den Rest des Sprays, bevor ich das Tape befestige, damit es auch besser hält. Ganz liebe Grüße und gute Blutzuckerwerte aus Wien. Ja, sehr geil. Danke, lieber Alex. Ja, das ähm, war das Wort zum Samstag. Morgen ist ja Sonntag. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwas noch habt, irgendwelche Tipps. Irgendwelche mega Produkte, die euch unglaublich gut geholfen haben, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Entweder auf meinem Blog unter zuckerjunkies.com oder natürlich auf Instagram. Da geht ja irgendwo so Mitte, Ende der nächsten Woche auch noch ein Post von mir raus. Würde ich mich freuen. Ansonsten teilt und liked alles, was ihr liken könnt. Haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zuckerjunkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zuckerjunkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald.